Im Internet sehe ich nur Misskunst und Neid. Der hat noch mehr Potenzial als Heiße im Club, sagt der Jerome. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Und ich habe auch drei Lines ausgetauscht, weil die zu viel, zu hart in diese... Soll ich euch sagen, welche Lines ich ausgetauscht habe, Digga? Ja, ja, ja. 6-8-6-8. Ja, ja, ja. Diesen großen Screen, den muss man schon da lassen. Also das Kleine mit dem Lila außenrum, das vibet nicht so. Also es gefällt mir selber auch nicht so. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich den Chat als Pop-Up mir nebendran nochmal einblende. Der Fokus zieht sich gerade nicht. Jetzt ist er wieder da. Neue Wohnung? Nee, Bro. Antalya Side. Okay, geil. Geil. Was geht in Mexiko, Bruder? Regenzeit gerade. Grey. Jetzt gerade ist es ein bisschen heller. Ich habe nicht mal Studiolicht an, Mann. Das ist so geil, dass ich mir mein Setup jetzt so eingerichtet habe, dass ich hier sitzen kann. Die Helligkeit von draußen kommt mir in die Fresse rein. Qualität sollte deutlich besser sein. Und ich muss kein Studiolicht anmachen. Studiolicht fickt auch immer gut Kopf. Kleine Hörprobe vom neuen Song, Leon. Ja, klar. Klar. Kann man nicht zu oft hören, Digi. Ist zu wild. Ich muss aber mein Mic ausmachen. Ich muss mein Mic ausmachen, weil sonst hört man es durch die Kopfhörer, weißt du? Ja, 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 ja. 6-8-6-8. Ja, 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 ja. Kerzenlicht schimmert. Recorde die Lines. Paar für die Joints. Bin mal wieder zu high. Ist gut für den Vibe. Im Internet seh ich nur Misskunst und Neid. Ihr seid geblendet vom Schein. Handy auf Flugmodus, lass mich allein. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip drop. Und sie tanzt in mein Video. Shake body girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Ich mach nicht zu lang, Digi. Weil ich will ja immer noch, dass ihr den Song dann am Freitag auch hört, ja? Donnerstag auf Freitag gibt's positive Vibes vom Lovelock auf euren Nacken. Video wird auch geil. Muss man dazu sagen, dass das Video ein bisschen auf Krampf entstanden ist, zeittechnische Gründe und auch cashtechnische Gründe. Aber ihr habt zu mir gesagt, ihr wollt auf jeden Fall immer Videos haben zu den Songs, deswegen habe ich jetzt zu dem Song auch wieder ein Video mir klar gemacht. Ja? Ja, die Pre-Hook ist das Beste, Dicker. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl drippt hart. Und sie tanzt in meinem Video. Bruder, brutal. Also der Vibe ist Killer. Ich fühl den hart, Bruder. Und ich glaube auch, dass das auch bei den Leuten gut ankommen wird. Ich glaube, das wird auch vom Streaming-Zahlen her und so, ich glaube, das wird sehr gut ankommen. Das kann man nämlich auch durchgehend pumpen, ist nicht zu anstrengend, nervt nicht so. Kann man schön beim Fertigmachen pumpen, beim Wohnung aufräumen, beim Autofahren, wenn man in den Club geht. So einfach, das ist halt so ein alltagstauglich, aber auch Party und so. Der Song taugt in vielen Situationen, Dicker. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Song, der gut gestreamt wird und so. Weißt du, wie ich meine? Auch wenn er natürlich, ich weiß, dass ein paar Leute hier im Chat auch den harten Lovelock, der rappt, krass finden, weil ich habe ja hier auf Twitch auch schon mal 1, 2, 3 Sachen gezeigt, so. Ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ne? Zwischen diesem Afrobeats Lovelock und diesem hart in die Fresse Lovelock, so. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass ein paar von euch das nicht so geil finden, aber ich glaube, es kommt gut an. Und danach gibt's auch für die anderen Leute was auf die Öhrchen, ja? So. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Das sind halt Emotions. Bei mir kommen so richtig positive Glücksgefühle, so. Ey, ey, sie tanzt in meinem Video. Shake, ey, so, der ist das, Bruder. Weißt du, ich meine so. Das ist so einfach Happiness, Bro. Und ihr kennt ja auch die Seite, die Ader bei mir.
diese Happiness, positive Ader, Digga, weißt du so? Der ist das. Und ich habe auch drei Lines ausgetauscht, weil die zu viel, zu hart in diese... Soll ich euch sagen, welche Lines ich ausgetauscht habe, Digga? So, ich sag euch, was ich ausgehe. Ich will das euch sagen, Digga, ist lustig. Für die Joints, bin mal wieder zu high. Ist gut für den Vibe. Im Internet seh ich nur Misskunst und Neid. Ihr seid geblendet vom Schein. Handy auf Flugmodus, lass mich allein. Jetzt. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Außer du bist eine Slut, wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Und daraus hab ich halt gemacht. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars, wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty. Weißt du, was ich meine, Digga? Ich muss halt schon, ich bin halt, ich habe halt so zwei, drei Lines ausgetauscht, die so ein bisschen zu intensiv wieder in diese frauenverachtende Richtung reingingen, so. Weißt du, wie ich meine, so? Der hat noch mehr Potenzial als Highest im Club, sagt der Jerome. Sehe ich genauso, Bro. Dein aggressiver Türke, Digga, lacht sich kaputt, Bruder. Die originale Line wäre viel realer und stylischer, Bro. Lass mal stecken, Digga. Kein Bock, Bruder. Ich schwöre. Du hast recht, Bruder. Ist sehr individuell und so. Und es wird auch noch Songs geben, wo ich diese eklige Ader noch rausballer, so noch mehr. Aber der Song hat besser gepasst, wenn ich das weglasse, Bruder. Weil ich will auch, dass die Mädels das schön zelebrieren können und so. Ich will da nicht jetzt irgendwie... Weißt du, weil mit so einer Line, Digga, fühlen sich definitiv Frauen... verachtet, Bruder, und die pumpen das dann nicht. Weißt du, wie ich meine? So, also manche Frauen, sagen wir mal manche Frauen. Wann kommt der Driller? Schlag mal was vor. Schlag mal was vor. Ey, wir sind eine Community, Bro. Ich habe gerade angefangen mit Musik und so. Und ich bin so, ihr seid die Leute, die mich feiern. Gerade die hier im Stream. Wir können zusammen, weißt du, wie ich meine? Wir können auch zusammen entscheiden. Gib mir Hinweise, Tipps, sagt mir, ey, so, so, so. Ich nehme das zu Herzen. Ja, Mann. Glaub mir, richtige Weiber finden das geil. Nur diejenigen, die behaarte Achseln feiern, es nicht. Jeden seins, Bro. Ich habe mich so entschieden. Was wiegst du zurzeit mit welchem Körperfett? Ich gehe nicht auf die Waage, aber ich bin auf jeden Fall krass am Trainieren gerade. Gib mir mal ein, zwei Monate. Bruder Drill, du hast dominante Stimme. Ich küsse deine Herz, Bro. Hm? Was gibt's eigentlich für interessante Themen? Habt ihr irgendwelche Fragen oder so? Oder gibt's irgendwelche Sachen, wo man sich mal reinziehen kann und man drauf reagiert oder so? Mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, come wine for me. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibt's...